Mit 24 wurde Saki Kosai auf der Straße in Tokio von einer Modelagentur angeworben. Sie sollte in der Werbebranche arbeiten. Bei ihrem ersten Dreh erfährt sie jedoch, dass sie Sex vor der Kamera haben soll. Sie haben mich damals einer Gehirnwäsche unterzogen. Ich habe Beruhigungsmittel genommen, weil ich eine Angststörung hatte. Ich war überzeugt, dass es kein Zurück gibt, dass ich weitermachen muss. Kosai ist kein Einzelfall. Wie sie fallen angehende Schauspielerinnen häufig Tricks von skrupellosen Agenten zum Opfer. Von Januar 2016 bis Juli 2016 haben uns 162 Frauen aufgesucht. Das ist eine hohe Zahl, doch wir glauben, das ist nur die Spitze des Eisbergs. In der milliardenschweren japanischen Pornoindustrie werden jährlich bis zu 30.000 Filme produziert. Fälle von Betrug und Nötigung sind vor Gericht schwer zu beweisen. Doch Frauen wie Kosai wollen verhindern, dass andere Schauspielerinnen das gleiche Schicksal erleiden wie sie.